Vor ein paar Monaten hatte die Newcomerin Lea einen großen Hit mit dem Song Liza. Und jetzt zeigt sie, dass es nicht bei einem One-Hit-Wonder bleiben soll. Herzlich willkommen bei den Music News. Heute geht es um die neue Single von Lea, einer deutschen Singer und Songwriterin aus Kassel. Sie begann damals im Alter von 15 Jahren Videos mit Pianopop bei YouTube hochzuladen. Ihre Ballade Wo ist die Liebe hin wurde dabei mehr als 10 Millionen Mal angeklickt. Lea war Background-Sängerin bei Mark Forster und stand auch mit Glasperlenspiel und Seven auf der Bühne. In ihren Liedern geht es um Liebe, Freundschaft und Einsamkeit. Ihr Lied Wohin willst du war der erste Chart-Erfolg. Mit Gestört aber geil zusammen in der Kombination schaffte sie es damals in die Top 20. Ihr erster und jetzt, wie schon im Intro erwähnt, eigener Hit Liza, der Anfang des Jahres erschien, beziehungsweise Ende letzten Jahres, schaffte es aus eigener Kraft in die Top 20. Und jetzt hat sie eine neue Single, wie schon erwähnt, am Start. Die trägt den Namen Zu dir und spiegelt inhaltlich einen Kontrast wieder zu ihrer Hitsingle Liza. Denn in Liza geht es ja um eine unglückliche Partnerschaft, die, wie sie selber gesagt hat, schon selbst erlebt hat. Ich habe das Lied geschrieben, weil ich dieses Gefühl, mich über Wochen neben einem anderen Menschen von Tag zu Tag leiser zu fühlen, im letzten Jahr selbst erlebt habe. Dabei habe ich selber nicht gemerkt, wie ich mir die Beziehung immer mehr Kraft geraubt hat. Aber meine Freunde haben mir die Energie gegeben, weiterzuziehen. Jetzt, in der neuen Single, sehen wir dagegen andere Töne bzw. andere Zeilen. Der Refrain geht, sagt, darf ich zu dir in den besten Zeiten, und auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und keiner mehr bei mir ist, sag, darf ich zu dir. Sie will also unbedingt zu dieser Person, einer anderen Person, die ihr nicht die Kraft raubt und sie verstummen lässt mit Zeit zu Zeit, sondern ihr eben die Kraft gibt, weiterzumachen. Ja, soweit inhaltlich. Musikalisch steht, wie auch bei Liza und wie generell bei Leas Songs, das Piano im Vordergrund. Ja, der Text ist, um nochmal darauf zurückzukommen, quasi ein innerer Monolog, bei dem in den Strophen immer irgendwelche Situationen aufgezählt werden und abgeschlossen worden mit Ich würde zu dir gehen. Zum Beispiel, wenn die Tränen kommen und ich trauen muss und ich da einfach durch muss bis zum Schluss, ich würde zu dir gehen. Über den Refrain hatten wir ja gerade schon gesprochen. Ja, der Song hat einen positiven Touch und kreiert eine schöne Atmosphäre und mir gefällt er deswegen. Wie gefällt er euch? Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Den Song anhören, bereits auf Spotify zum Beispiel. Ich gebe euch aber auch auf jeden Fall die Amazon-Download-Links in die Beschreibung und die Lyrics zum selber nochmal drüber nachlesen. Wie so oft auch. Ja, damit verabschiede ich mich hier von den Music News und sage ciao und bis zum nächsten Mal.